Alter, ein Level noch. Komm los, Peach. Oh, da ist der Stempel. Und da ist der Stern. Hammer, ey, wir haben es geschafft. Leck mich am Arsch, wir haben es tatsächlich geschafft. Ich bin batschert nass, Leute. Jo, servus Leute zum weiteren Part von Mario 3D World. Wir machen weiter hier im Marathon-Rätselhaus. Los. Koopa killen, jawohl. Komm, sterb schon. Jawohl. So. Halt, ich wollte mal gucken, was da hinten links ist. Nur mal so zum Spaß. Na, hier ist gar nichts. Ja, hat mich interessiert. Hat mich interessiert, was da hinten drin ist. Natürlich ist da nichts drinnen. Egal. Auf ein neues. Koopa killen. Auf zum fröhlichen Koopa killen. Ja, das Level, das kann Nerven kosten. Vor allen Dingen die Runden, die brennen sich langsam aber sicher ins Hirn. Es stellt sich so eine Art Automatikreaktion ein. Und mit der Zeit entsteht Langeweile. Und das sollte eigentlich nicht sein bei einem Game. So. Komm schon. Komm, Peach. Beeil dich. Jawohl, ja. Es ist einmal alles recht knapp hier. Geisterhaus. So, Teleporterwürfel. Alles wie gehabt. Auch das hier ist nichts Neues. Nichts Neues. Goomba killen, schön leise sein. Jawohl, ja. Jawohl, ja. Aber es klappt so auch. Heili geili, ich kann dann runterfeuern mit der Feuerkugel. So, die Mother Tucker. Die dreckigen kleinen Mother Tucker. Jawohl. Jawohl. Ja, das läuft schon mal ganz gut. Die ersten 10, 15 Level da, die mache ich jetzt mittlerweile schon im Schlaf. Ich fange schon langsam an, davon zu träumen. So. Eisscheiß. Ich mag keine Eislevel und dieses Level mag ich auch nicht. Jawohl, ja. So. Ups, genau. Jawohl. B-Switch. Na komm. Jawohl. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Das ist... Man sieht... Oh, verdammt. Oh, jetzt schaffe ich es nicht mehr. Verdammter Scheiß. Auf ein neues. Und wieder die lustigen Koopas killen. Jetzt hätte ich schon bald Goombas gesagt. Und schon hat er mich. Es wird langsam aber sicher langweilig. So. Und Sternchen. Und Teleporterwürfel. Und das hier und da und dort und überhaupt. Und ich kenne das alles schon so auswendig. So. Oh, verdammt. Ist diese Runde gefallen? Oh. Und ich schaff's nicht. Dankeschön. Ja, das kommt, wenn man sich zu sicher ist. Und das passiert jetzt gerade. Die Langeweile stellt sich ein. Die Leichtsinnigkeit folgt. Und die Fehlerei beginnt. An Stellen, an denen ich normalerweise nicht fehlen würde. So, jetzt aber. Jetzt machen wir es richtig. Jawohl. Komm. Jawohl. B-Switch. Ja, nice. Das hier ist auch so ein Level, das mag ich nicht. Dieses Feuergedöns. Ist bei Zelda ja ganz witzig, aber hier nervt's mich.
Und das Geisterhaus. Zum wievielten Male? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Zum 100. Male oder so. So, Kisten. Das Kistenspiel, das lustige Kistenspiel. Ich bin Staplerfahrer Klaus. So, und? Wird es was? Jawohl! Heiligeili! Und die Mother Tucker. Mal wieder die Mother Tucker. Oh, verdammt daneben. Komm schon, Peach. Jawohl. Und hier weiter. Ja, es ist unschön, wenn das Spiel zu einer Belastung wird. Sollte ja nicht der Fall sein. So. Jawohl. Eisscheiß. Oh, das war knapp. Er hätte mich jetzt fast weggebämst. So. B-Switch. Komm schon, B-Switch. Jawohl. Oh, oh. Über. Und. Oh, gerade noch, du. Gerade noch so. So, jetzt schaffen wir es aber. Das ist nicht schwer, Dosten. Reiß die zusammen, Alter. Reiß die zusammen. Komm schon. Jawohl. So, jetzt holen wir uns die Katzenglocke. Die Katzenglocke beim Shiny. Oh, das ist der Disco-Scheiß. Das Trixie. Unten auf. Jawohl. Hier ist nichts mehr, ne? So versteckt. Ja, hätte das sein können, dass sie da irgendwo was verstecken. Man, wenn wir den grünen Stern haben, dann geht es ja nicht mehr nach Zeit. Da können wir dann ruhig ein bisschen rumgucken. Und ein bisschen ausruhen, ein bisschen entspannen. So, die Fassis. Ich mag sie auch. Verdammt, leck mich doch am Arsch. Fassi! Oh Mann, ich fasse es nicht. Die scheiß Fassis, ich fasse es nicht. Nochmal das Ganze. Nochmal. Ich will nicht. Ich freue mich echt schon aufs letzte Level. Auf den Weg der Champions. Weil ich hab das noch als viel schwerer wie das hier in Erinnerung. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Hier meine Kumpels, die Rolling Stones. Stone da und Rock on. So. Machen wir hier einen auf Prinzessin Zelda. Andere Richtung, andere Peach. Mensch, reiß die zusammen. Ja, genau, ich schaff's nicht. Die Peach kann ja nicht mal Feuer machen. Wahrscheinlich kann sie auch noch nicht mal kochen. Die kann nur dem Bowser einen lausern. Wahrscheinlich kann sie das recht gut. Drum entführt er sie ständig. Und hier ist er sauer, weil er hat sie diesmal nicht entführt. Nein, er hat sich für 7 kleine freche Feen entschieden. So wie die 7 Zwerge. Gibt dann den Gruppenlauser. So, jetzt mach Feuer, Peach. Mach Feuer. Was magst du denn? Schaff ich wieder nicht. Ich schaff's nicht. Leck mich doch. Ich stell mich aber auch wieder Hund zum Eier liegen. Das ist schon immer normal, was ich hier abliefe. Ja, das ist die chronische Unlust. Die chronische Unlust, die mir da ans Bein pinkelt. Stone da und Rock on. So. Müsste ich direkt mal ausprobieren, das Spiel jetzt hier. Also dieses Level hier mit verbundenen Augen zu zocken, das müsste ja bis zu einem gewissen Bereich möglich sein. Die Abläufe, die gehen mittlerweile automatisch. Ich muss schon gar nicht mehr überlegen.
Geisterhaus. Geisterhaus. Das Schwierigste ist, zu merken, was danach kommt. Teleporterwürfel. Jawohl, Gabelstapelfahrer Klaus. Der Kistenschieber. Und die Gumbas. Die Gumbas, leise sein, die Gumbas. Jawohl, die toten Gumbas. Die toten kleinen Baby-Gumbas. So. Und trifft er? Jawohl. Er hat das Pünktchen noch getroffen, aber hat trotzdem noch funktioniert. Mother Tucker. Die nerven den kleinen Mother Tucker. So. Ab in Teleporterwürfel. So. So. Nice, 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 sagt sie. Oh, mein Lieblingsabschnitt. Eine Runde Schlittenfahren. Ich sag immer Schlittenfahren. Warum auch immer. Eine Runde Schlittschuhfahren. So. Ups, genau. So. Jetzt geh rüber. Schnell. Beeil dich. Jawohl. Alter, ich müsste zwischendurch, müsste direkt mal duschen gehen. Bei diesem Level. Mann. So, holen wir uns noch Shiny. Shiny das Glöckchen. Jawohl. Teleporterwürfel. Und das hier. Disco-Feeling. Ich mag es nicht. Lauf mit dir. Lauf. Sternchen. Und Würfelchen. Das hier finde ich witzig. Aber es nervt mittlerweile genauso wie alle anderen Level. Komm. Ja, man schafft's gerade so. Weiß nicht, ob es eine Möglichkeit gibt, die schneller zu machen. Oh, meine Fassis. Mal warten, bis die da oben sind. Nicht so früh. Komm, geh runter. Nicht so früh und nicht so spät losmarschieren. Sonst klappt's nicht. Und das hier, das ist so scheiße mit dem Hasen. Komm her. Nimm den. Jawohl. Und jawohl. Vor allem ist die Lenkung so tricksy. Jawohl. Getroffen. Naja, nice job. So. Jetzt schaut's richtig gut aus. Wo sind wir denn eigentlich in welchem Level? Komm in den Stern. Mann. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Wir sind richtig weit jetzt. Schaut's doch mal richtig geil aus. Komm schon. Komm, stirb. Ich bin der Torero. Was ist die weibliche Form von einem Torero? Torera? Hey, wir kommen richtig weit, Leute. Bin schon richtig aufgeregt. Komm, genau. Peach, genau. Geh bloß nauf jetzt. Jawohl. Das geht, jawohl. Hammer, Leute. Oh, Scheiße. Komm rauf. Mann, mach hinne. Und schaff ich's noch. Komm schon, Peach. Mach was. Nein. Alter, es hat funktioniert. Hammer. Es hat geklappt. Mal schnell die Katzenglocke holen. Hammer. Grad so. Und der Scheiß. Der Scheiß da. Ich mag's nicht. Komm schon, Peach. Beeil dich. Und im Ball. Schnell. Im Ball. Alter, Hammer. Wir sind einen Stand weiter. Holz, die Fassis fressen. Komm schon. Komm schon. Und jetzt Piranha-Pflanzen töten. Ja, ich dachte's mir. Alter, wir sind schon zwei Steine weiter, Leute. Oh, geil. Keksrunde. Hopp, hau ab. Ups. Da ist er. Alter, wir haben dritten Stern. Komm schon, geh rein, in Teleporterwürfel. Und jetzt da rauf. Komm schon, Peach. Komm. Alter, fuck, nein! Alter, ich verkack's. Ich schaffe es nicht mehr. Och, leck mich doch am Arsch. Wisst ihr was? Ich setze einen Cut. Ich schneide jetzt, ich hab keine Lust mehr. Bis gleich. Und weiter geht's auf ein neues. Mal wieder. Kein Bock mehr auf die Scheiße. Zum 100.000. Mal diesen Abschnitt. Zum 100.000. Mal diesen Stern.
zum 100.000. Mal Stone da und Rock on. Ja, tut mir leid für meine Demotivation, wenn ich gelangweilt klinge, aber ich bin's auch irgendwo. Ich probiere das jetzt schon unzählige Male. Und es ist so nervig. Komm schon. Geisterhaus. Auf ein neues Geisterhaus. So, ja, nice Job. Ich kann es schon immer hören. Nice Job und nice und miau und was weiß ich was. Das sagt dir die ganze Zeit. So, ruhig sein, wie immer ruhig sein und Stern holen und weiter geht's. Mann, oh Mann. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und wir sind hier die Mutter aller Eichhörnchen. So. Auf die Swarms. Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich labern soll, weil ich weiß noch nicht mal, ob das hier im Video... Verdammt, jetzt schaffe ich es nicht. Jetzt schaffe ich es nicht. Ja, ich schaff's nicht. Wunderbar. Auf ein neues. Ja, ich weiß noch nicht mal, ob das, was ich hier laber, im Video drin vorkommt. Oder ob ich es rausschneide. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie lange spiele ich jetzt eigentlich schon. So eine Stunde, anderthalb Stunden oder so. Das werde ich am Ende zusammenschneiden. Stone da und Rockon, wer die zwei im Übrigen nicht kennt, Stone da und Rockon. Das sind Charaktere von He-Man and the Masters of the Universe. Wie oft habe ich das jetzt schon erzählt? Ich weiß es nicht. Komm schon, Peach, mach Feuer. Mach Feuer und koch uns was. Und da hinten ist schon angewiesen. Bin geil aufgepasst. So, Geisterhaus. Jo, Geisterhaus. Heilige, heilige Geisterhaus. Und lustige Kisten schieben. Naja, schieben dämmen wir sie ja nicht, wir zerstören sie ja. Und die Gumbas. Die lieben kleinen, süßen Gumbas. Die toten Gumbas. Oh, und das hier, das ist alles ja so... Das ist doch irgendwie, ne? Das ist doch irgendwie... Mother Tucker und rauf mit der Peach und Stern holen und runter, Teleporterwürfel. Und die Swarms. Ja. Ich müsste es direkt mal zählen, alles. Ich müsste direkt mal zählen, wie oft ich das alles schon gemacht habe. Jetzt bin ich Gott sei Dank gleich reingekommen in den Eisscheiß. Schlittschuhkack. So, jawohl, ja. So, und das hier. Ja, kennen wir schon, kennen wir schon. So. Nächster Stern. So, das hier ist im Übrigen die Hälfte. Wenn wir das hier geschafft haben, haben wir die Hälfte hinter uns. Ein Traum, das heißt, wir haben noch 15 Level vor uns. 14, 14. So, shiny. Und ab. Noch 14 Ebenen. So, Disco, Disco, Disco. Rauf mit dir, Peach. Sternchen. Würfelchen. Und hier rauf. Alles irgendwie schon mal da gewesen. Wir kennen das alles. So. Und die Fassis. Immer schön warten, bis der erste Fassi-Schwarm vorbei ist. Komm, nimm den Stern. Mensch, jag mir doch nicht mehr so einen Schrecken ein. Einer meiner Lieblingsabschnitte. Der Hase. Jawohl. Komm, nimm den Stern, dreh dich um. Nimm den. Oh, Mann. Ist eigentlich in den Büschen was drin? Da ist nichts drin, oder? Gar nichts, noch nicht mal eine Münze. Ja, hätte das sein können. Hätte ja sein können. So. Jawohl. Jawohl.
Oh, stirb. Du stirb auch. Jawohl, ja. Stern. Jawohl. So, Torera. Oder Torero ist die weibliche Form von Torero, Torera. Ich weiß es nicht. Gibt es überhaupt weibliche Stierkämpfer? Müsste es eigentlich schon, ne? Im Zeitalter der Emanzipation gibt es doch von jedem Käse weibliche Form. Ja, es gibt sogar Manninnen. So. Jawohl, ja. Und dieser Abschnitt hier, der ist mega tricksy. Schmarksen, verdammt. Einfach knapp. Jawohl, ja. Das war knapp dieses Mal. So. So. Komm schon, Bombe, Bombe. Ball. Los. Jawohl. Bisschen ausruhen. Bin fix und alle. So. Ach, die Fassi-Fresserei. So, komm schon. Fresse alle auf. Und dann stirb. Stirb. Jawohl, ja. Das mal läuft's wieder. Der lustige Keks. Der lustige Keks. Ah, da ist der Stern. Jawohl. Und ab in Würfel. Ein Traum. So, jetzt muss das hier klappen. Na, geh auf, Peach. Komm, 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 komm. Jawohl. Und wir haben ihn. Huhu. Wir sind wieder ein Stern weiter. Ich bin total aufgeregt. Total aufgeregt, der Tosten. Oh, oh. Oh, oh. Alter. Komm, verdammt. Alter, aber wir haben es geschafft. Oh, kriege ich die Katzenglocke noch? Jawohl. Jawohl. Das dachte ich schon. Oh, bum, bum. Verdammt, wie kann ich ihn den besiegen in 10 Sekunden? Verdammt. Ach, das reicht einmal, okay. Alter, ein Level noch. Ein Level noch. Komm los, Peach. Oh, da ist der Stempel. Da ist der Stempel. Und da ist der Stern. Hammer, ey, wir haben es geschafft. Leck mich am Arsch, wir haben es tatsächlich geschafft. Ey, ich bin batschert nass, Leute. Ey, dieses Level hat mich fertig gemacht. Und ich freue mich aufs nächste, das wird mich noch richtig fertig machen. Hammer, wir haben es hinter uns gebracht. Nach unzähligen Versuchen. 377 grüne Sterne, das heißt drei Stück fehlen noch. Die sind im nächsten Level. Jo, Leute. Nächsten Part sehen wir uns dieses Level hier an. Ist ja witzig. Da hört man Herzschlag. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen. Daumen nach oben tut nicht weh. Und ich sag Servusler, bis zum nächsten Mal. Eier Dosten.